Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag? Bevor ich beginne, zeige ich Ihnen etwas. Das ist ein Engelruf. Und dieser Engelruf befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Der Preis ist 6,90 Euro. Und zurück zu den Fragen, wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder und hat eine zunehmende Mondphase. Sonne und Mond stehen in Harmonie. Das begünstigt die Reisen oder eine gerichtliche Situation oder ein Neuanfang. Mond hat einen Einfluss von Algenie. Das ist die Befreiung von etwas oder überwinden etwas. Es handelt sich oft um unseren Gefühlen wie Zweifel, Schuldgefühl, Angstgefühl. Und das sind die Geschichte dazu von Andromeda und Perseus. Diese mythologische Geschichte über Andromeda habe ich gestern erzählt in mein Tageshoroskop. Ich möchte mich jetzt nicht wiederholen. Was noch wichtig ist, es sind 5 Sterne im Himmel und sie stehen in Verbindung. Und dieser 5 Stern wirkt auf dem heutigen Mondenergie. Die 5 Sterne sind, so wie die alten persischen Astronomen das beschrieben haben, Mirfak im Sternbild Perseus, dann Alamak im Sternbild Andromeda, dann Mirach im Sternbild Andromeda, Sirach im Sternbild Andromeda und Sheat im Sternbild Perseus. Die Geschichte ist zwischen Andromeda und Perseus, das ist diese Liebesgeschichte, das habe ich gestern schon erzählt. Und ich wiederhole die 5 Sterne, die in einer Figur bilden und sind miteinander verbunden, also Mirfak, Alamak, Mirach, Sirach, Sheat. Und das ist die Befreiung von etwas. Und was wichtig ist, was diese Algenib, was die Perser als Mirfak nennen, das ist das gleiche Stern im Sternbild Perseus, hat für uns eine wichtige Botschaft, im eigene Meinung vertreten und nicht niederbeugen. Also das ist die Botschaft, was diese Sterne vermitteln und natürlich, das leitet uns die Mondenergie weiter. Mond nimmt diese Informationen auf oder diese Energie auf und vermittelt uns das. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben gerade die inneren Gleichgewicht und Harmonie. Es sind Umbrüche, Veränderungen, Neuanfang. Eine Information ist sehr wichtig heute, weil diese Information oder Nachricht oder Termin hilft weiter die Wiedergeborenen. Wichtiges Thema ist Sicherheit, Stabilität und bei vielen Wiedergeborenen die wohnliche Situation und bei einigen ändert sich auch etwas. Und es kann auch Umzug sein. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben Aufgabe, viel Arbeit, aber sie brauchen auch Lebensfreude, weil das schenkt die Ausgleich, die inneren Kraft. Sie überlegen, welche Richtung sollen sie orientieren und auch die Gespräche sind auch wichtig. Überlegen, wen darf man was sagen und wie sollte man das formulieren? Soll man überhaupt etwas sagen oder es ist besser zum Schweigen? Und sie sollen auch ihren Gefühlen, auch die Liebe, Partnerschaft auch bewusst wahrnehmen, auf anderen zugehen, die Kontakt suchen oder Gefühle zeigen, ist auch sehr wichtig. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben ein inneren Gleichgewicht, Begeisterung, Neuanfang und sie haben eine ganz tolle Energie. In die Liebe Partnerschaft verbessert sich etwas ab 2. Dezember und dann wird es auch ein wichtiges Thema sein, weil das Leben spiegelt dann etwas für die Zwillingsgeborenen. Es ist nicht heute, aber es nähert sich.
Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sie sich eingeschränkt oder nervös. Sie sollen warten, in die Liebepartnerschaft haben Glück und die Bestätigung kommt dann in die kommenden Tagen. Vielleicht betrifft es nicht die Liebepartnerschaft, sondern berufliche Situation, aber in die kommenden Tagen verbessert sich etwas. Mit dieser Energie sollen wir nichts Neues beginnen, sondern etwas geduldig sein und abwarten, bis die kommenden Tage die Energie sich verbessert für die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wunderbar. Das ist Kraft, Mut, Begeisterung, Neuanfang, Bewegung, sehr schön. In die Liebe, Partnerschaft wird auch besser sein ab 2. Dezember. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen fühlen sie sich unsicher. Sie haben Entscheidungsschwierigkeiten. Wichtiges Thema ist die berufliche Situation und auch eine Reise. Die Tierkreiszeichen Wagen Geborenen kommt ein beruflicher Aufstieg oder beruflichen Chancen. Vielleicht nicht heute, aber es nähert sich etwas. Wichtig ist für die Wagen Geborenen, dass wenn Sie Möglichkeiten, Chancen haben, besonders beruflich, dann nicht lange überlegen, sondern mutig sein und etwas starten. Die Ängste, Zweifel, all das überwinden. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren fühlen Sie sich auch ein bisschen unsicher, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Das handelt sich um die Gefühle. In den kommenden Tagen beruhigt sich das alles oder kommt eine Bestätigung. Glück haben immer noch die Skorpiongeborenen und sie sollen bei den Handlungen auf ihren inneren Gefühl hören. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein Aufstieg, sie werden wahrgenommen, sie haben Kraft und Mut wieder, Chancen, Möglichkeiten, eine gute Nachricht, Veränderungen, Einflüsse von außen, unerwartete Ereignisse oder größere Veränderungen, sie haben Glück. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren, fühlen sie sich eingeengt, es ist alles unbeweglich oder sind sie nervös und die Finanzen sollen sie achten, weil da sind Einschränkungen da oder Verlust. Es verbessert sich schon, aber in den kommenden Tagen und mit dieser Energie nichts investieren, auch keine großen Einkäufe machen und auch keinen Vertrag unterschreiben. Die Tierkreiszeichen Wassermann Geborenen ist alles wunderbar. In der Liebepartnerschaft sind noch Einschränkungen da, verbessert sich aber ab 2. Dezember und am Sonntag sind schöne Gespräche, Kraft und Mut und Begeisterung und Neuanfang, tolle Ideen haben eine sehr schöne Energie gerade. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Glück, Gewinn, Chancen und das sollen sie auch wahrnehmen. Die Gespräche, da sind Einschränkungen, entweder kommt eine unangenehme Nachricht oder sie warten auf eine Nachricht oder das kommt noch nicht. Also da ist nicht unbedingt das beste Zeit, gerade Gespräche machen, Terminen ausmachen oder einen Vertrag unterschreiben. Das ist nicht die Energie, die Fischengeborenen, aber die Kreativität ist sehr gut, die Gewinnchancen sind gut, die Finanzen und die Liebepartnerschaft, alles ist super bei den Fischengeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber besteht die Möglichkeit des maßgeschnitten, anfertigen bzw. berechnen. Und das können Sie gerne bestellen. Und dann bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Und dann empfehle ich noch die Blitzberatungen. Das funktioniert per E-Mail. Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Fragen und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Und mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.